Jetzt hat sich der Abgeordnete Heidkamp zu einer Kurzintervention gemeldet. 2 Minuten. Sehr geehrte Frau Präsidentin, Entschuldigung. Sehr geehrte Abgeordnete, Herr Professor Dr. Bosek wurde hier angesprochen. Herr Professor Bosek, das war ein Hochamt der Demokratie, als Sie das Urteil des GZSG verkündet haben. Das hat richtig gut getan. Und ich habe noch nie vor 11 Verfassungsschutzrichtern gesessen. Das war ein Hochamt. Dann haben Sie hier im Landtag, haben Sie uns kollektiv beschimpft. Das kann ich nicht akzeptieren als Person. Ich habe hier noch nie einer der Worte benutzt. Herr Abgeordneter Heidkamp, Sie müssen sich auf den Herrn Dr. Hahn beziehen. So, Herr Dr. Hahn hat ja den Herrn Professor Dr. Bosek erwähnt. Was soll ich ja machen? Wo ich mich so drüber gewundert habe, dass wir haben einen Haushalt 2022, den wir gehen noch mal vor den Staatsgerichtshof gehen wollten. Und wir haben es nicht also, getan. Also, Herr Abgeordneter Heidkamp, entweder Sie beziehen sich jetzt auf Dr. H.C. Hahn oder die Redezeit ist um. Ja, Herr Dr. Hahn lässt mir ja keine Wahl. Ich meine, wenn er das hier anführt, was soll ich denn da machen? Was soll ich denn da machen? Okay, also meine Kurzintervention diente dazu, dass ich mich hier persönlich angegriffen fühle, wie sehr viele von Ihnen ja sehr empfindlich sind, und dass ich diese Anwürfe zurückweise, Herr Bosek. Als nächstes hat der Abgeordnete Felstehausen für die Fraktion DIE LINKE das Wort. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen der demokratischen Parteien hier im Haus, eigentlich hätte die AfD uns gar keinen größeren Gefallen tun können, als ausgerechnet Herrn Lichert zu diesem Punkt an das Mikrofon zu lassen. Weil damit wird deutlich, welches Verständnis die AfD hat, wenn ein stolzes Mitglied der Identitären Bewegung hier uns etwas erklären will über Sinn und Zweck von Demokratie und Meinungsfreiheit. Damit hat die AfD sehr deutlich gemacht, wer für sie in dieser Sache spricht. Und natürlich war zu erwarten, dass die AfD hier nichts anderes macht, als sich in einer Opferrolle zu begeben. Ihnen würden Rechte genommen, Ihnen würden Rechte vorenthalten werden. Sie dürften ja nichts sagen. Aber ich glaube, wir müssen sehr deutlich hier sagen, hier und heute, diese Menschen, die mit der AfD marschieren, sind keine Opfer. Diese Menschen sind Täter. Und das muss man auch deutlich immer wieder formulieren. Wenn Herr Lichert uns hier erzählen will, wie undemokratisch es sei, wie ein Bundesverfassungsgericht gewählt würde und dass dieses diskutiert würde innerhalb der Fraktionen, Herr Lichert, kennen Sie überhaupt die bundesdeutsche Gesetzgebung und die Verfassung? All das, was dort passiert, ist sehr deutlich, sehr klar im Gesetz zur Wahl des Bundesverfassungsgerichts beschrieben. Genau das. Damit mögen Sie einverstanden sein oder nicht. Aber zu unterstellen an der Stelle, da würden Politiker etwas auskungeln, nur weil Sie mit der Vertretung, mit der Sie im Bundestag sind, daran nicht beteiligt waren, ist doch einfach absurd. Und jetzt noch einmal zu dem, was eigentlich Inhalt von diesem Antrag ist, nämlich der Duktus, unsere Demokratie sei in Gefahr. Man beachte dabei auch die Worte, unsere Demokratie setzt die AfD schon an dieser Stelle in Anführungsstriche. Und da muss ich deutlich sagen, nein, unsere Demokratie ist nicht in Gefahr. Aber was Sie tun, ist, Sie versuchen, sie in Gefahr zu bringen, weil Sie
marschieren mit Menschen, wo ich nur sagen kann und wo wir als Linke nur sagen können, da gibt es nur eins, da gilt der alte Spruch, kein Fußbreit. Das sind, mit wem marschieren Sie? Sie marschieren mit Reichsbürgern. Sie marschieren mit Selbstverwaltern. Sie marschieren mit stolzen Identitären. Sie marschieren mit Reptoiden-Verstehern und mit Rechtsterroristen. Ja, und auch diejenigen, die vom Great Reset schwabulieren, sind bei Ihnen immer ganz vorne dabei. Und da muss man doch mal deutlich in Richtung noch mal der AfD sagen. Die Meinungsfreiheit, ja, die ist grundgesetzlich geschützt, aber sie gilt eben nicht uneingeschränkt. Artikel 5 unserer Verfassung steht nicht zur Disposition. Und es ist eine Beleidigung für die Väter und Mütter des Grundgesetzes, wenn Sie jetzt an dieser Stelle sagen, weil es Gerichte gibt, die bestimmte Äußerungen untersagen, wäre die Meinungsfreiheit in Gefahr. Etwas ganz anderes ist doch das Problem bei Ihnen. Wenn Sie hätten die Aufgabe, Ihre Anhänger darüber aufzuklären, dass es genau diese Verfassung ist, die die Grenzen von Meinungsfreiheit setzt und dass diejenigen, die mit Fackeln vor Häusern von gewählten Mandatsträgerinnen und Mandatsträgern aufziehen, dass die sich eben nicht auf die Meinungsfreiheit berufen dürfen. Sie müssen Ihren Anhängern erklären und Ihren Mitläufern, dass die freie Ausübung der parlamentarischen Mandate grundgesetzlich geschützt ist und dass ein Sturm auf den Reichstag eben kein Akt der demokratischen Selbstermächtigung ist. Und Sie müssen Ihren Anhängern erklären, dass das Mahnmal für Millionen Opfer der Shoah kein Mahnmal der Schande ist und dass das Tanzen auf diesem Mahnmal eine Verhöhnung der Opfer ist und eben keine Meinungsfreiheit. Klären Sie bitte Ihren Begriff von Meinungsfreiheit, weil der ist meilenweit entfernt von all dem, was das Grundgesetz in diesem Bereich vorsieht. Und ein letzter Satz. Herr Lichert, ich finde es immer noch klasse, dass Sie für diese Rede hier an das Rednerpult geschickt worden sind. Einen besseren Beweis hätte die AfD uns eigentlich gar nicht liefern können, wohin die Reise mit dieser AfD geht. Und noch einen Hinweis. Wenn Sie stolz sind auf die Ergebnisse von Niedersachsen, wir können nicht stolz sein, ich will das für mich gar nicht in Anspruch nehmen als Linke, aber ich möchte Ihnen mal sehr deutlich sagen, das Ergebnis der Wahl in Niedersachsen war, dass 86% der Niedersachsen sie nicht gewählt haben. Und ich hoffe, diese Zahl wird weiter steigen. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Abg. Felstehausen. Für eine Kurzintervention hat sich der Abg. Lambrou zu Wort gemeldet. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr verehrte Damen und Herren, als Fraktionsvorsitzender der Alternative für Deutschland habe ich mich zu einer Kurzintervention gemeldet auf bestimmte Äußerungen von Herrn Felstehausen in seiner Rede, auf die ich hier erwidern möchte. Sie haben Herrn Lichert vorgeworfen, dass ein Gericht geurteilt hat, man könnte ihn ein stolzes Mitglied der identitären Bewegung nennen. Daran kann man kenntlich machen, wie Sie hier argumentativ operieren. Das Urteil beruht weitgehend darauf, und das ist auch gut so in unserer Demokratie, dass es die Meinungsfreiheit sehr weit auslegt. Es gibt keinerlei Belege dafür, dass Andreas Lichert jemals Mitglied der identitären Bewegung war. Warum lassen Sie so etwas weg? Warum differenzieren Sie das nicht am Rednerpult? Zweitens, Sie haben gesagt, dass Sie uns dafür kritisieren, dass wir sagen, die Demokratie ist in Gefahr. Jetzt kann man das natürlich so formulieren oder so, aber es gibt mehrere Umfragen seriöser Institute, die ganz klar sagen, dass ein signifikanter Teil der Bevölkerung sagt, man kann in diesem Land nicht mehr alles sagen, weil es sonst entsprechende Konsequenzen gibt. Darüber muss auch geredet werden. Das Dritte ist, Sie haben gesagt, wir marschieren mit XYZ. Wir marschieren nicht, wir demonstrieren. Das ist ein Grundrecht. Ich würde Sie bitten, dann auch entsprechende Formulierungen zu verwenden. Am Wochenende gab es eine Demonstration der AfD mit 10.000 Bürgern in Berlin, die sich Sorgen machen, Sorgen um ihre wirtschaftliche Existenz.
und diese Demonstration ist reibungslos abgelaufen. Und da sind auch nicht Leute mitgelaufen, die Sie gerade zitiert haben. Das waren Menschen aus der Mitte der Gesellschaft, die sich Sorgen machen um hohe Inflation, um hohe Energiepreise und um die erneute Masseneinwanderung. Dann, Sie greifen einzelne Sachen raus, wie zum Beispiel dieser unsägliche Mensch, der da auf dem Holocaust-Denkmal ein Foto gemacht hat. Warum erwähnen Sie nicht auch, dass der inzwischen mit Ordnungsmaßnahmen konfrontiert ist, weil der Rest der AfD sagt, das geht überhaupt nicht? Warum regeln Sie nicht die gesamte Sache? Und jetzt und zum Schluss, was ist eigentlich geworden aus, wir müssen die AfD in der Sache stellen? Nichts mehr. Wie wäre es, wenn wir mal um die besseren Argumente ringen, anstatt immer nur auf die AfD draufzuhauen? Wir vertreten Millionen von Wählern. Wollen Sie die auch ignorieren? Zur Erwiderung der Abgeordnete Fetzerhausen. Herr Lambrou, da habe ich Sie wohl getroffen. Dann will ich Ihnen, Sie haben mich darum gebeten, dann will ich es noch einmal deutlich sagen. Die AfD demonstriert mit Reichsbürgern, mit Selbstverwaltern, mit stolzen Identitären, mit Reptoiden-Verstehern, mit Rechtsterroristen und mit Great Reset-Gläubigen. Ich kann Ihnen das gerne noch einmal so in der Form aufzählen. Und wenn Sie jetzt meinen, an dieser Stelle Herrn Lichert in Schutz nehmen zu müssen, ich selber war nicht dabei, Sie waren aber dabei. Sie kennen die Äußerungen von Herrn Lichert beim Landesparteitag der AfD zur identitären Bewegung. Sie wissen, dass es Herr Lichert war, der in Halle ein Haus mitgekauft hat, was er der identitären Bewegung zur Verfügung gestellt wird. Es ist doch absurd, dieses in Frage zu stellen, weil das offensichtliche Fakten sind. Ich weiß, Sie haben es nicht so mit den Fakten, aber Sie müssen Ihr Verhältnis an dieser Stelle klären, und dann können Sie wieder in die Diskussion zurückkommen. Aber Sie können sich doch hier nicht hinstellen und sagen, das sei alles nicht so gewesen. Das ist nämlich genau die Art der AfD, an den Stellen Fakten zu verdrängen, nicht wahrhaben zu wollen. Sie müssen Ihr Verhältnis zu Herrn Lichert klären, und Sie müssen sehr deutlich machen, wie Sie dazu stehen. Und solange Sie dazu nicht willens oder nicht in der Lage sind, und der Landesparteitag war weder willens noch in der Lage, betrachte ich Sie als deutliche Feinde dieser Demokratie. Vielen Dank. Für die Fraktion der SPD hat jetzt der Abgeordnete Rudolph das Wort. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren, werte Kolleginnen und Kollegen, auch für die Zuhörerinnen und Zuhörer auf der Tribüne. Das ist ja die Inszenierung, die die AfD braucht. Die macht das ja nicht für die Kolleginnen und Kollegen im Landtag, sondern für ihre eigene Inszenierung, sich als Märtyrer hinterher zu glorifizieren und wie schlimm man mit der AfD umgeht. Sie müssen sich nur den Antrag der AfD anschauen. In Ziffer 1 heißt es, der Landtag erklärt, dass die Demokratie in Gefahr ist. Meine sehr verehrten Damen und Herren, und das setzt sich in dem Antrag fort, dieser Antrag ist eine einzige Beleidigung der parlamentarischen Demokratie und der demokratischen Gesellschaft in diesem Lande. Und genau das ist die Absicht. Und die Kolleginnen und Kollegen haben ja versucht, Frau Goldbach ist ja aller Ehren wert, mit sachlichen Argumenten auf was einzugehen. Aber es nützt ja nichts, weil da ist ja nichts da, auf was Sie eingehen können, weil die es ja nicht wollen. Für die Menschen ja, aber für diese Truppe lohnt es sich nicht, weil man ja nicht bereit ist, auf Argumente einzugehen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ja, es ist völlig richtig. Ja, das ist mir egal, ob Sie etwas zurückweisen. Es ist mir sowas von egal, Herr Lambrou. Wissen Sie, wenn man Ihren Parteitag medial verfolgt, wie Sie sich gegenseitig beleidigt haben, das ist schon erstaunlich. Jeder Landesverband der AfD ist heillos zerstritten. Und Sie haben völlig recht. Über einen Punkt müssen wir dann tatsächlich reden und nachdenken. Und trotzdem bekommen Sie bei Wahlen Stimmen. Und das ist in einer Demokratie, das ertragen die echten Demokraten. Wir arbeiten daran, dass es weniger Stimmen wird. Aber das, was Sie als angebliche Alternative bieten, das ist nichts Alternatives. Das ist einfach nur eine Beleidigung der Demokratie, meine sehr verehrten Damen und Herren.
Ja, weil Sie von den Wählerinnen und Wählern reden. Nach Analysen der Wahlforscher haben etwa 70% derjenigen, die in Niedersachsen gewählt haben, einen Denkzettel verpassen wollen. Genau das ist der Punkt. Wir stehen in der Tat in dieser Gesellschaft in diesen Zeiten vor riesengroßen Herausforderungen. Menschen haben Angst. Kann ich meine Gas- oder Stromrechnung bezahlen? Ist mein Arbeitsplatz noch sicher? Was passiert mit dem Angriffskrieg von Putin? Meine sehr verehrten Damen und Herren, und Aufgabe der demokratischen Kräfte ist es, darauf Antworten zu geben. Das haben wir heute Morgen diskutiert. Und dazu sind wir bereit. Weil wenn eine Lehre aus der Geschichte der Weimarer Republik die ist, das war übrigens die erste demokratische Verfassung und Republik, es war eine moderne Verfassung, die ist kaputt gemacht worden von den Feinden und hat den Nazis nachher den Weg eröffnet. Wenn eine Lehre aus Weimar ist, dann muss eine Demokratie glaubhaft und wahrhaft sein und sie muss sich auch gegen ihre Feinde zur Wehr setzen. Mit allen rechtsstaatlichen Mitteln, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und wie kläre ich Menschen auf? Was will die AfD? Allein schon der Titel Alternative für Deutschland. Wir wären ja bereit, uns mit Alternativen auseinanderzusetzen, wenn es denn den gäbe. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir haben eine Gewaltenteilung. Sie können in Deutschland, wenn Sie nicht gegen Strafgesetze verstoßen, den größten Unsinn der Welt erzählen. Wird praktiziert. Sie können, meine sehr verehrten Damen und Herren, in Deutschland entscheiden, ob Sie zur Wahl gehen oder nicht. In anderen Ländern werden Sie dafür verfolgt. Hier herrscht der Grundsatz, dass Gerichte Entscheidungen überprüfen können. Meine sehr verehrten Damen und Herren, was in vielen Ländern nicht möglich ist. Nur das simple Beispiel. Die Richterinnen und Richter an den höchsten deutschen Gerichten werden von den höchsten Verfassungsorganen, dem Bundestag und dem Bundesrat, in einem demokratischen Verfahren gewählt. Das ist Ihnen fremd, aber es ist trotzdem gut so, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und wir müssen die Menschen aufklären, was es heißt, wer AfD wählt und wenn die AfD an die Macht kommt. Und wir müssen als Demokraten beispielsweise ertragen, dass Herr Höcke, derzeit beurlaubter Lehrer in Hessen, Fraktionsvorsitzender Thüringen ist. Herr Höcke darf nach einem Gerichtsurteil als Faschist bezeichnet werden. Herr Höcke, meine Damen und Herren, bietet nach unserer Auffassung nicht die Gewähr, sich jederzeit für die freiheitlich-demokratische Grundordnung einzusetzen. Ich halte ihn nicht für geeignet, dass er ein Lehramt in Hessen wieder ausübt, meine sehr verehrten Damen und Herren. Das ganz deutlich zu sagen. Aber die Rechtslage, und das unterscheidet uns von dieser rechten Truppe, die Rechtslage ist klar und eindeutig. Als Abgeordneter genießt er Immunität, die wir selbstverständlich zu akzeptieren und zu respektieren haben. Aber ich will darauf hinweisen, dass der Rechtsstaat ja gelegentlich auch anstrengend ist, wie wir wissen. Aber ich bin froh, dass Sie diesen Rechtsstaat haben. Meine Damen und Herren, wie kann man mit der AfD umgehen? Ich glaube, der Kern der Auseinandersetzung ist, dass wir die Leute informieren. Nehmen wir den Mord an Dr. Walter Lübcke. Nehmen wir den Terroranschlag in Hanau. Nehmen wir den Anschlag in Halle auf die Synagoge. Es waren teilweise Einzeltäter, teilweise Gruppen. Aber die hatten ein Fundament aus der rechtsextremen Ebene. Erst Worte, dann Taten. Und das müssen wir deutlich machen. Und deswegen ist der Teil der politischen Bildung und des politischen Diskurses so wichtig. Wer AfD wählt, wer mit der AfD mitdemonstriert, muss wissen, dass er verantwortlich ist, auch für die Thesen dieser rechtsextremen Partei, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und ich bin jemand, der nach dem Krieg geboren ist, wie viele andere auch. Ich bin froh, dass wir in Deutschland ein stabiles System in der Wirtschaft, der Sozialpolitik, in der Demokratie haben. Die Demokratie ist nicht frei von Mängeln, gar keine Frage. Aber ich finde, es gibt keine Alternative zur parlamentarischen Demokratie. Und die Demokratie ist nicht in Gefahr. Wir stehen vor großen Herausforderungen. Und Aufgabe der politisch Verantwortlichen ist es, Lösungen auch auf schwierige Fragen zu geben. Und ich bin froh, dass tatsächlich fast 90% wie in Niedersachsen die demokratische Mitte und die Parteien gewählt haben. Ja, wir streiten auch als Demokraten untereinander. Das ist auch in Ordnung. Aber wir haben einen gemeinsamen Kanon. Das sind nämlich die Grundwerte unseres Grundgesetzes. Und ich finde, die Lehre aus der Geschichte, dass wir in Deutschland seit 45 Jahren nach der Nazi-Diktatur, die ja die geistigen Vorläufer gewisser Parteien ja mit zu verantworten haben, dass wir in Deutschland eine stabile Demokratie haben.
Aber was möglicherweise hier und da der Eindruck ist, Demokratie ist was Selbstverständliches, da muss man nichts für tun. Nein, die Demokratie muss sich Tag für Tag bewähren und die Demokratie muss Tag für Tag auch immer wieder bestätigt werden. Und das ist unser Job in der demokratischen Gesellschaft. Antworten zu geben, auch auf schwierige Fragen, das ist ja der Unterschied zu rechten Populisten, auf schwierige Fragen einfache Antwort zu geben. Die Demokratie ist nicht in Gefahr, da bin ich sehr optimistisch. Aber es ist eine riesengroße Herausforderung, gegen solche Rechtspopulisten sie zu schützen. Wir sehen es in anderen Ländern. Und das ist der Job, der uns am Schluss, glaube ich, auch einigt, die demokratischen Parteien hier im Hessischen Landtag. Die Demokratie muss wehrhaft sein. Es lohnt sich, für diese Staatsform einzutreten. Die Verächtlichung machen von Menschen und von Positionen und von Minderheiten darf nie wieder in Deutschland mehrheitsfähig sein. Und wenn wir gemeinsam dahinter stehen, dann gelingt es uns auch, die Feinde der Demokratie zu besiegen. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Abgeordneter Rudolph. Für eine Kurzintervention hat sich der Abgeordnete Lambrou zu Wort gemeldet. Sehr verehrte Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, lieber Herr Rudolph, ich möchte in zwei Punkten auf Ihre Rede antworten. Ich würde Sie bitten, mir zuzuhören. Das wäre sehr freundlich. Dankeschön. Sie haben erwähnt, dass wir bei der Niedersachsenwahl 70% Protestwähler hatten. Ich habe entsprechende Analysen auch sehr gründlich angeschaut. Es sind ca. 50%, in der Tat. 50% haben gesagt, aus Protest. Aber schauen Sie, Herr Rudolph, so haben wir 2013 komplett angefangen. Die Menschen, die uns damals anfangs gewählt haben, haben uns ausschließlich aus Protest gewählt. Und es gilt der Regelsatz. Wenn man die Menschen von sich überzeugt, werden aus Protestwählern Stammwähler. Wir haben mittlerweile bundesweit 10% Stammwähler. Es gibt hier Fraktionen im Haus, die können das bundesweit von sich nicht behaupten, zum Beispiel die FDP und die Linken. Wir haben innerhalb von 10 Jahren 10% Stammwähler. Und die Protestwähler bei der Niedersachsenwahl von heute, die können sehr leicht, wenn sie mit ihrer Politik so weitermachen, Stammwähler der AfD von morgen sein. Das Zweite, worauf ich eingehen möchte, ist, Sie haben ja betont, wir, die demokratischen Parteien. Mit welchem Recht sprechen Sie eigentlich uns und teilweise auch den Linken ab, dass wir demokratische Parteien sind? Wenn Sie das tun, dann sprechen Sie in letzter Konsequenz auch diesen Millionen von Wählern, die dahinter stehen, ab, dass sie Demokraten sind. Und genau diese Verächtlichungmachung, die werfen Sie uns ja jetzt hier schon seit einer Stunde vor. Und Sie merken gar nicht, dass das, was Sie kritisieren, Sie hier am Rednerpult für die Zuschauer da oben selber vorführen. Kommen Sie zurück zu einer Auseinandersetzung in der Sache und hören Sie auf mit diesen überdimensionierten Vorwürfen. Wir sind Demokraten wie Sie auch und unsere Wähler ebenfalls. Und es ist ehrabschneidend, uns vorzuwerfen, wir würden nicht für den Rechtsstaat eintreten. Wir stehen genauso für die Demokratie wie Sie alle. Es sind 6 demokratische Parteien hier in diesem Hause. Hören Sie auf mit dieser Verächtlichungmachung. Herr Abgeordneter Lambrou, Sie müssen zum Schluss kommen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Und Herr Frömmrich, bitte ein bisschen freundlicher. Das Niveau ist bedenklich gesunken in dieser Debatte. Bitte kommen Sie zurück zu einem respektvollen Miteinander. Herr Abgeordneter Rudolph? Gut, dann hat jetzt für die Landesregierung Staatsminister Beuth das Wort. Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren, lassen Sie mich das Ergebnis vorwegnehmen. Wir haben es mit einem weiteren Versuch der AfD zu tun, unsere demokratischen Grundwerte und Fundamente ad absurdum zu führen. Es beginnt damit, dass in Teilen verfassungsrechtliche Selbstverständlichkeiten wie das Demokratieprinzip, das allgemeine Wahlrecht oder die Meinungsfreiheit als Rechtfertigung einer vordergründigen Verdrehung von Tatsachen angeführt werden. Die Absicht ist zwar leicht zu durchschauen, erfordert aber gleichwohl unseren entschiedenen Widerspruch. Widerspruch ist gegenüber der unerträglichen Rede von Herrn Lichert erforderlich.
Dass er in der Debatte für die AfD das Wort ergreifen durfte, ist geschmacklos und gleichsam bezeichnend. Ein weiterer Tiefpunkt, den die AfD meiner 23-jährigen Tätigkeit hier im Hessischen Landtag zugefügt hat. Es ist Aufgabe des Verfassungsschutzes, Bestrebungen, die gegen die Sicherheit des Bundes oder der Länder oder gegen unsere freiheitlich-demokratische Grundordnung gerichtet sind, zu identifizieren und aufzuklären. Hierbei nehmen die Verfassungsschutzbehörden von Bund und Ländern sehr aufmerksam Phänomene, Gruppierungen und Einzelpersonen in den Blick, bei denen tatsächliche Anhaltspunkte dafür sprechen, dass ihre Verhaltensweisen darauf gerichtet sind, wesentliche Verfassungsgrundsätze außer Geltung zu setzen oder die Funktionsfähigkeit des Staates oder seiner Einrichtungen erheblich zu beeinträchtigen. Dazu gehören die Grundsätze des Parlamentarismus, der Rechtsstaatlichkeit und die Wahlen hierzu oder auch die Berufung von Richterinnen und Richtern. Gleichsetzungen unserer aktuellen politischen Situation mit Diktaturen oder anderen Unrechtsregimen zielen einzig darauf, den öffentlichen Diskurs und somit das Vertrauen der Bevölkerung in die verfassungsmäßige Ordnung und in die demokratisch legitimierte Regierung zu erschüttern. Die demokratisch legitimierte Regierung, die demokratisch legitimierte Zusammensetzung von Parlamenten und Gerichten zu erschüttern. Die Verächtlichmachung des Staates, seiner Institutionen und Repräsentanten sollen die entsprechend demokratisch legitimierten Entscheidungen und Gesetze delegitimieren. Diese Vorgehensweise kennzeichnet die Personenbasis, die dem Phänomenbereich verfassungsschutzrelevante Delegitimierung des Staates zugeordnet werden. Es zeigt, meine Damen und Herren, unsere Demokratie ist wehrhaft. Unsere freiheitlich-demokratische Grundordnung sowie staatliche Einrichtungen wie Parlamente, Gerichte und Regierende sehen sich seit Beginn der Maßnahmen zur Eindämmung zum Beispiel der COVID-19-Pandemie vielfältigen Angriffen ausgesetzt. Die Szene der Gegner der staatlichen Maßnahmen zur Bekämpfung der Pandemie ist sehr verschieden ausgeprägt und weist in der Regel eine äußerst heterogene Zusammensetzung auf. Von einem Teil der Szene werden demokratische Entscheidungsprozesse und die entsprechenden Institutionen von Legislative, Exekutive und Judikative in demokratiefeindlicher oder sicherheitsgefährdender Art und Weise delegitimiert und verächtlich gemacht. Verschwörungsmythen wie QAnon oder andere antisemitische Ressentiments werden dabei ebenso bemüht wie weitere aus rechtsextremistischen oder Reichsbürger- und Selbstverwalterzusammenhängen bekannte Ideologeme. Die Aufklärung derartiger verfassungsfeindlicher, sicherheitsgefährdender Bestrebungen richtet sich also, wie die Tätigkeit des Verfassungsschutzes insgesamt, ganz gewiss nicht, meine Damen und Herren, gegen Bürger, die ihre grundgesetzlich verbrieften Rechte wahrnehmen, sondern, meine Damen und Herren, gegen solche, die diese grundgesetzlich verbrieften Rechte leugnen und sie bekämpfen. Nicht gegen regierungskritische Bürgerinnen und Bürger oder gegen Oppositionsparteien wird der Verfassungsschutz tätig. Er beobachtet vielmehr diejenigen, die es unternehmen, gegen die freiheitlichen und demokratischen Grundlagen unserer Demokratie vorzugehen, welche auch und gerade die Grundlage für die Möglichkeit der Regierungskritik und die Möglichkeit der Oppositionsarbeit darstellen. Gemäß einem gesetzlichen Auftrag ist das Landesamt für Verfassungsschutz zur Beobachtung befugt und verpflichtet, wenn tatsächliche Anhaltspunkte für extremistische Bestrebungen gegeben sind. Indem das Landesamt für Verfassungsschutz seine Aufgabe erfüllt, Politik, Behörden und die Öffentlichkeit rechtzeitig vor solchen Feinden unserer Demokratie zu warnen, schützt es das Recht und die faktische Möglichkeit aller Bürgerinnen und Bürger auf dem Boden des Grundgesetzes, eine andere Meinung zu haben als die demokratisch legitimierte Regierung. Das LfV folgt also seinem gesetzlichen Auftrag und nicht irgendwelcher politischer Opportunitäten, meine Damen und Herren. Noch ein Wort zu den dunkelsten Kapiteln deutscher Geschichte, die für sich ins Feld zu führen, sie sich hier
nicht zu schade sind. Es waren allerdings die Erinnerungen an jene Kapitel, ebenso wie an den Umstand, dass die Weimarer Verfassung keine Schutzmechanismen gegen ihre Zersetzung durch die Feinde der Republik von innen aufwies, die die Väter und Mütter des Grundgesetzes veranlasste, unsere Verfassung im zweiten Anlauf als eine wehrhafte Demokratie auszugestalten. Legitime Kritik findet nunmehr dort ihre Grenzen, wo sie sich gegen die demokratischen Grundlagen unserer Gesellschaft und damit gegen die Möglichkeit der parlamentarischen Kritik als solche richtet. Eine derartige verfassungsfeindliche Kritik mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln zu bekämpfen, gibt uns das Grundgesetz sowohl die rechtlichen Mittel als auch den ausdrücklichen Auftrag. Ich finde, in dieser Debatte war dieser aufklärende Hinweis notwendig. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Staatsminister Beuth. Mir liegen jetzt keine weiteren Wortmeldungen mehr vor. Damit sind wir am Ende der Aussprache und überweisen den Antrag der Fraktion der AfD mit der Drucksachennummer 209284 zur weiteren Beratung in den Innenausschuss. Zur Geschäftsordnung, Herr Frömmrich. Vielen Dank, Frau Präsidentin. Wenn ich das richtig sehe, ist es ein Entschließungsantrag und den stimmen wir gleich ab, bitte. Ja. Gut, dann stimmen wir den Antrag jetzt ab. Wer für den Antrag ist, dann bitte ich ums Handzeichen. Das ist die Fraktion der AfD. Wer ist dagegen? Das ist der Rest des Hauses. Nochmal die Gegenwürfe. Ist noch jemand? Enthält sich jemand? Nein. Damit ist der Antrag abgelehnt.